Brüder und Schwestern, Christus ist von den Toten auferstanden und das ist die beste Nachricht, die die Welt je gehört hat. Also ich bin nicht der Erste, der das sagt und hoffentlich auch nicht der Letzte. Und trotzdem ist es wichtig, dass das noch einmal erklingt. Was bedeutet es, dass er auferstanden ist? Das berichten uns die Lesungen heute und das haben wir in den letzten Tagen gefeiert. Einige von euch haben an Triduum teilgenommen, das ist die große Feier vom Sterben und Auferstehen Jesu, die mit der Messe vom letzten Abendmahl am grünen Donnerstag beginnt, wo Christus uns das höchste Gebot gegeben hat, das Gebot, dass wir anderen Füße waschen sollen und dass die Eucharistie uns dazu befähigen soll, das zu tun, also den Dienst an der Welt tun. Wir haben das große Geheimnis der Erlösung am Karfreitag gefeiert, wo uns das Kreuz vor Augen geführt wurde. Ein fürchterliches Werkzeug der Marter, der Qual, der Pein, das uns zum Zeichen der Erlösung wurde, weil an ihm, an dem Baum, von dem auch heute Paulus an die Gemeinde in Kolosser schreibt, dieser Baum, dieses Holz, ist ein lebendiges Holz, weil Christus auf ihm gehangen hat, weil Christus auf diesem Kreuz für uns sein Leben gegeben hat. Und heute in der Nacht, das ist schon Sonntag gewesen, also nach dem Sonnenuntergang am Samstag, sind wir in die Kirche, dieser Osterkerze folgend, eingezogen, die für Christus steht. Wir sind in die dunkle Kirche hineingezogen, hinter ihm, der uns anleitet, und diese dunkle Kirche, die Dunkelheit dieser Welt, wurde von seinem Licht erfüllt, erleuchtet. Wir haben uns im Wortgottesdienst, der so ausgedehnt ist in der Osternacht, daran erinnert, wie Gott in diese Welt hineinwirkt, von Anfang an bis in unsere Tage. Dass Gott diese Welt erschaffen hat, dass Gott das Volk Israel auserwählt hat in Abraham, dass seine Treue durch Jahrhunderte und Jahrtausende zu diesem Volk durch seine Taten bewiesen wurde, der Auszug aus Ägypten, all das, was die Propheten später berichten, wie das Volk errettet wurde und dass überall dort in der Heiligen Schrift schon im Alten Testament davon berichtet wird, schon ganz am Anfang, wie die Menschen aus dem Paradies vertrieben werden, damit sie das nicht verderben, was noch übrig geblieben ist nach der ersten Sünde, die sie begangen haben. Er hat ihnen angekündigt, einer wird kommen, der euch rettet. Und das haben wir in dem Gloria gestern gefeiert, also heute in der Nacht, wo die Kirche im vollen Licht erstrahlte, wo wir diesen Übergang vom Alten Testament, von den Verheißungen in die Wirklichkeit gemacht haben, wo es wahr geworden ist, was Gott versprochen hat, dass Christus geboren wurde und für sein Volk, und dieses Volk sind nicht mehr nur die Juden, sondern alle Menschen, für dieses Volk sein Leben hingegeben hat. Und die Eucharistie, die darauf folgt, also das, was wir auch heute feiern, die ist dann auch diese Vergegenwärtigung, dass Christus nicht nur vor 2000 Jahren irgendetwas für uns gemacht hat, sondern es jeden Tag tut, wenn an diesem Altar oder an jedem anderen das Opfer als ein Gedächtnis, ein Mysterium dargebracht wird, dass wir uns von ihm speisen können. Das hat auch der heilige Franziskus seinen Brüdern gesagt, dass er die heilige Eucharistie, also das gewandelte Brot, den Leib Jesu, den gewandelten Wein, also das Blut Jesu, verehren will, so wie das Wort Gottes, weil das sind die zwei Dinge oder drei Dinge, die er in dieser Welt von Gott wirklich angreifen kann. Das ist das, was uns bis heute Leben spendet. Und das, was wir heute feiern, ist das, was jeden Sonntag eigentlich geschieht. Jeden Sonntag gedenken wir der Auferstehung Jesu. Das ist die abgespeckte Form
der Feier des ganzen Triduums, vom Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht. Deswegen ist es wichtig, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Deswegen empfiehlt die Kirche das auch als ein Gebot, aber ein Gebot der Liebe, damit wir uns daran erinnern, warum wir eigentlich Christen sind. Was bedeutet das, jetzt diesen Auferstandenen zu erkennen? Im heutigen Evangelium haben wir so drei Gestalten, die wirklich auffallend sind. Das ist Maria Magdalena, Petrus und der andere Jünger. Also Jesus gibt's noch und zwei Männer, die wie Engel ausschauen. Aber die zwei Männer sind nicht so wichtig. Jesus ist das Zentrum. Aber die drei Gestalten erzählen uns davon, wie wir Gott erkennen können und was es bedeutet, ihm zu folgen, dem Auferstandenen, denjenigen, der uns vom Tod, von der Sünde erlöst hat. Bei Petrus ist es halt so, dass er hineingeht, sieht die Leinenbinden und das Schweißtuch, sieht es und wundert sich. Und er bleibt bei dieser Verwunderung. Der andere Jünger, und das Wort, das die Bibel hier für der andere verwendet, bedeutet qualitativ anderer, nicht einfach ein weiterer Jünger, sondern ein wirklich anderer Jünger. Deswegen wird auch nicht mit Namen genannt, auch wenn die Tradition ihn mit dem Evangelisten Johannes gleichsetzt. Aber dieser andere Jünger, bei ihm ist es ein bisschen anders. Er kommt überhaupt als Erster, also vor Petrus, ans Grab. Er schaut hinein, sieht und er glaubt. Und bei Maria Magdalena ist es ganz anders, aber doch ähnlich. Sie kommt an das Grab, sieht auch, dass es leer ist, redet dann mit diesen zwei Männern, die dort sind, und sie weint. Und dann sieht sie den Herrn. Nicht gleich, weil ihr Blick ist getrübt, aber doch erkennt sie ihn. Sie ist die Einzige, die Jesus gesehen hat am Grab, zumindest nach dem Johannesevangelium. Schaut mal, es sind drei verschiedene Typen von Menschen, die am selben Ort gehen, an dem Ort der Dunkelheit, der Finsternis, des Todes. Und diese Dunkelheit des Grabes ist auch für uns eine Metapher im übertragenen Sinne, ein Ort, wo der Satan herrscht. Ein Ort, wo der Tod herrscht. Ein Herrschaftsbereich, wo einfach nichts Gutes sein kann, wo nur der Tod ist. Dorthin kommen diese drei Menschen, an einem Ort, der einfach Friedhof ist. Ohne Hoffnung kommen sie da, weil keiner von denen glaubte an die Schrift. Das berichtet Johannes. Sie wussten es nicht, was in der Schrift steht. Naja, sie haben 3 Jahre mit Jesus verbracht und haben doch nichts gelernt, auf Deutsch gesagt. Und vielleicht ist es auch ein Trost für mich und für dich, dass wir so wenig von dem verstehen, wer Gott ist. Nicht mal die Jünger, die mit ihm geschlafen, gegessen und gewandert haben, die ihm zugehört haben, die ihn angefasst haben, haben verstanden, worum es geht. Und dieses Unverständnis zieht sich durch die ganze Osterzeit. Wenn ihr aufmerksam zuhört den Evangelien, werdet ihr es merken, dass die Jünger trotzdem, dass sie mit dem Auferstandenen wandern, nichts verstehen. Aber das kommt erst in den nächsten Wochen. Heute stehen wir an diesem Grab. Und was charakterisiert diesen Petrus? Er ist einer, der ja immer ein bisschen Großmaul gewesen ist. Er hat immer Großes verkündet und ja, dann ist er kläglich gescheitert, jedes Mal. Vom Fischfangen angefangen,
bis zu diesem Bekenntnis zu Jesus, das er nicht über die Lippen bringen konnte, als man ihn gefragt hat, da im Vorhof, wo über Jesus gerichtet wurde. Dreimal verleugnete er ihn. Dieser Petrus, der so voller Tatendrang ist und auch voller Liebe zu Jesus, das ist Liebe, er drückt sie so aus. Er versteht nichts. Und der Grund darin liegt, dass er immer etwas für Jesus tun wollte. Klingt jetzt ein bisschen verwirrend, ist es im Grunde genommen aber nicht. Der andere Jünger, er wird in der Bibel beschrieben als den, der Jesus liebte. Er ist der Prototyp eines Jüngers im Johannesevangelium. Er wird uns vor Augen geführt und steht für mich und für dich. Diese andere Jünger, das sollen wir sein. Wir sind von Jesus geliebt, in diesem anderen Jünger. Und er sieht in dieses Grab hinein und der Evangelist berichtet, er glaubte. Was er glaubte, berichtet der Evangelist nicht. Aber man kann sich schon denken, wahrscheinlich ist in ihm die Freude und die Hoffnung aufgesprungen, dass Jesus doch nicht tot ist. Dass da was Wahres dran sein muss, was er den Jüngern erzählt hat. Dass er am dritten Tag von den Toten auferstehen wird. Er hat es angekündigt. Und trotzdem, so wie Petrus, kann er Jesus nicht sehen. Und der dritte Jünger ist eine Frau. Das ist Maria Magdalena, eine, die ihm gefolgt ist. Auf Schritt und Tritt, so wie die anderen Apostel. Sie wird auch Apostelin der Apostel genannt, weil sie diejenige ist, die die Botschaft, wie wir es gehört haben heute, den Aposteln bringt. Sie verkündet den Aposteln, dass Jesus auferstanden ist. Und dieses Verkündigen der Auferstehung Jesu ist die Aufgabe der Apostel. Sie soll nichts anderes tun, nur verkünden. Aber Maria Magdalena zeichnet hier etwas anderes aus. Sie blickt in dieses Grab hinein und sie weint. Sie weint, weil augenscheinlich ist der Leichnam Jesu futsch, also irgendjemand hat es gestohlen, weggebracht, keine Ahnung, und sie weint. Warum weint sie? Weil sie ihn liebte. Und das ist der Grund, warum Maria Magdalena, nicht die Mutter Jesu, warum Maria Magdalena Jesus am Grab begegnet. Sie liebte ihn. Das war ihre Entscheidung, nicht irgendetwas für Jesus zu tun, obwohl sie das vorhat. Sie geht da mit wohlriechenden Ölen, um den Leichnam zu salben, wie es jüdische Sitte war. Sie will für ihn etwas tun, aber das ist nicht das Wesentliche. Sie ist auch ein bisschen wie der andere Jünger. Sie hat auch die Liebe Jesu erfahren. Sie ist nicht diejenige, aus der sieben Dämonen ausgefahren sind. Das ist Maria aus Bethanien. Das ist eine andere. Aber Maria Magdalena hat die Liebe Jesu an sich erfahren, wie die anderen Jünger. Sie hat es gespürt, dass Jesus sie liebte. Eine sehr schöne Erzählung davon ist der Film Maria Magdalena, der ist, glaube ich, 1,5 Jahre lang alt. Ist nicht alles biblisch, aber es vermittelt einen Eindruck, wie sie sich gefühlt haben muss, als sie Jesus nachgefolgt ist. Dass es eine volle Liebe zu ihm war, die vielleicht auch menschlich war, das ist nicht wichtig. Vielleicht war sie viel mehr.
Davon wird in den Evangelien nicht berichtet, wie das ausgesehen hat. Aber das Wesentliche ist, dass sie ihn liebte. Und Liebe in der Bibel wird nicht mit einem Gefühl verbunden, sondern das ist eine Entscheidung, eine Lebensentscheidung für den anderen. So wie es in einer christlichen Ehe sein sollte, wenn alles funktioniert. Und sie entscheidet sich in ihrem Leben, seit sie Jesus begegnet hat, ihn zu lieben, mit ihm das Leben zu teilen, sein Schicksal zu ihrem Schicksal zu machen. Deswegen ist sie auch die Einzige im Johannesevangelium, die zum Grab überhaupt geht. Die Jünger sind erst hingegangen, als sie von Maria das erste Mal gehört haben, dass da was nicht stimmt. Erst dann machen sie sich auf den Weg. Früher sind sie nicht auf die Idee gekommen. Und weil sie ihn liebte, weil sie sein Leben zu ihrem Schicksal gemacht hat, also das Leben Jesu ist ihr Schicksal geworden, sieht sie ihn. Das ist keine Belohnung, ne? Also du warst brav und hast dich gut verhalten und jetzt bekommst du also den Bonus, also Jesus zeigt sich dir. Darum geht's nicht. Sie entscheidet sich dafür, ihn zu lieben, und tatsächlich teilt sie ihr Leben mit ihm. Und sie sieht ihn. Sie erkennt ihn nicht. Auch Maria hat diesen Schleier des Todes auch ein bisschen auf ihren Augen. Auch sie erkennt ihn nicht auf Anhieb, weil er so anders ist. Und doch, als er sie beim Namen ruft, versteht sie alles. Sie versteht wirklich alles, jedes Wort. Und nur ein einziges Wort kommt aus ihrem Mund, Rabuni. Und dieses Wort wird zweimal im Neuen Testament verwendet und bedeutet nicht so sehr, wie man sich das vorstellt, ah, du liebe Rabbi, du bist so nett und so schön, ich liebe dich, sondern Rabuni ist ein Ehrentitel, der nur Ausgewählten zuteil geworden ist, ganz Besonderen. Und so ein Besonderer ist Jesus für sie gewesen. Ein bisschen verwirrend ist dann, dass Jesus sich nicht anfassen lässt. Also sie redet nicht viel mit Jesus, sondern das einzige Wort, das sie eigentlich zu Jesus spricht, weil früher denkt sie, das ist der Gärtner, ist Rabuni. Das ist das ganze Gespräch, das sie mit ihm führt. Sie hört ihm zu. Und Jesus sagt ihr, jetzt gehst du zu meinen Brüdern, also zu den Aposteln, und sagst ihnen, ich gehe hinauf zum Vater, wo ich hingehöre. Und dann geht Maria zu ihnen. Aber Jesus sagt, halte mich nicht fest, also fass mich nicht an. Warum? Na, wenn es so eine liebevolle Beziehung war, warum lässt sich Jesus nicht anfassen? Das Wort, das hier im griechischen Original verwendet wird, also ich kenne kein Griechisch, aber ich lese immer so Leute, die es kennen halt und ein bisschen erklären können, also ich will da nicht zu sehr also auf mich schauen, sondern es geht darum, was wirklich im Text steht. Wenn Jesus sagt, halte mich nicht fest, meint er, also dieses Festhalten hier, das ist wirklich ein in Besitz nehmen. Vereinnahme das nicht für dich. Weil manchmal besteht auch die Gefahr bei Christen, also vor allem bei Mönchen und Nonnen, aber auch bei ganz normalen Christen, dass man Gott für sich behalten will. Nur für mich. Damit es mir gut geht, damit ich im Frieden lebe. Das ist nichts Schlechtes im Grunde genommen. Aber oft sind wir dazu geneigt, ihn festzuhalten, weil ich etwas mit ihm erfahren habe, was schön ist, was mein Leben trägt, was mein Leben ermöglicht, möchte ich es für mich behalten. Und das ist eine ganz menschliche Reaktion. Das ist okay, wenn du so reagierst. Aber Jesus sagt, halte mich nicht fest.
Und das ist ein Hinweis darauf, wie wir ihm nachfolgen sollen. Also das, was ich euch erzählt habe, wir sollen für Jesus nicht so viel tun wie Petrus. Wir sollen schon Dinge tun, aber das nicht überbewerten. Wir dürfen uns von ihm geliebt fühlen wie der andere Jünger. Aber das reicht nicht aus, weil Jesus liebt alle Menschen und die meisten bekommen nichts davon. Wir sollen wie Maria Magdalena uns dafür entscheiden, sein Leben zu unserem Leben zu machen, sein Schicksal zu unserem Schicksal, ihn zu lieben. Das ist der Weg für die Jünger. Ihn nicht festzuhalten, nur für mich, damit es mir gut mit ihm geht und vielleicht noch meine Familie, aber darüber hinaus, naja, da reicht mein Horizont nicht mehr. Jesus sagt, geh jetzt zu den Aposteln, geh weg von mir. Du hast mich gesehen, du weißt, dass ich lebe. Geh zu den anderen, die es noch nicht wissen, und erzähle es ihnen. Und in diesem Befehl, weil das ist keine Weisung Jesu, sondern ein Befehl, den er Maria erteilt, aber in Liebe. In diesem Befehl Jesu zeigt sich, was die Kirche ist. Die Kirche bedeutet nichts, wenn sie nur Taten der Liebe tut. Die Kirche bedeutet nichts, wenn sie nur Gott verehrt. Es hat schon einen tiefen Sinn, sich in Liebe für andere hinzugeben. Es hat schon einen tiefen Sinn, Gott zu verehren, weil er Gott ist. Aber die Kirche ist aus einem einzigen Grund auf dieser Erde, um das zu verkünden, dass er von den Toten auferstanden ist. Das ist der einzige Grund, nicht, dass es dir gut geht oder den Mitmenschen oder sonst was, sondern dass wir verkünden, dass wir hinausgehen. Und frag dich selber, also ich bin manchmal sehr traurig darüber, wie die Kirche in unseren Breitengraden aussieht. Ja, es wird immer weniger und ja, alles geht den Bach runter irgendwie. Und der Grund dafür ist, dass wir diesem Gebot, das Jesus Maria Magdalena gegeben hat, nicht folgen. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hast du es nie gehört oder gelernt. Vielleicht kannst du das nicht. Oder hast du Angst. Aber frag dich selber, wie oft du in deinem Leben anderen Menschen von Jesus erzählt hast. Wie oft du in deinem Leben davon erzählt hast, was Gott für dich getan hat, über deinen Weg mit Gott. Wie oft bist du wie Maria Magdalena gewesen? Wie oft bist du wie die Apostel gewesen, als sie es endlich kapieren, dass Jesus auferstanden ist? Sie gehen dann hinaus mit schlotternden Knien, stammelnd verkünden sie es und die Kirche wird. Ich will euch keinen Druck machen, sondern euch ermutigen. Weil das ist unsere erste Aufgabe als Kirche, nicht in diesen Kirchenmauern zu bleiben. Das ist wichtig. Wir sollen uns von dem speisen, was Gott uns vorbereitet hat. Aus dem Wort Gottes, das wir hören, von seinem Leib und seinem Blut. Aber das ist nur für dich, damit du ihn verkündest. Das kannst du in der Familie tun. Wenn du deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Geschwistern oder sonst jemanden einfach dienst in Liebe, wie es Petrus getan hat. Das kannst du tun, wenn du dich lieben lässt von anderen, wie der andere Jünger. Aber wie Jesus es sagt zu einer anderen, Maria, sie hat das Bessere erwählt. Es war nicht Maria Magdalena, aber das ist nicht so wichtig. Es geht darum, immer das Bessere zu wählen. Und frage dich selbst, wo dich Gott jetzt in deinem Leben stellt, wo er dich hingestellt hat, was jetzt ansteht, ob es der Dienst am nächsten ist vielleicht, also ein Dienst des Petrus,
oder ob du dich zurücklehnen musst und darfst, damit du die Liebe Gottes empfangen kannst. Oder vielleicht fordert dich Gott heraus, damit du das verkündest, was du erfahren hast. Damit du es anderen erzählst: Ich habe Jesus gesehen, erlebt. Ich habe die Macht Gottes an mir erlebt. Ich möchte euch Mut machen. Das tut nicht weh. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dass andere über dich lachen oder über dich schimpfen. Also bei uns in Österreich droht dir nichts mehr, normalerweise. Versuch anderen davon erzählen, was Gott dir gibt. Behalte es nicht für dich. Teile es mit dieser Welt. Dann wird die Kirche auch den Sinn haben, den Gott ihr zugesprochen hat. Wir sind berufen an Christi Stadt. Also wir sind statt Christus hier, um das zu verkünden, wer Gott ist. Seine Größe, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Also behalte es nicht für dich, was du erlebt hast, sondern verkünde es allen Menschen in dieser Welt.